Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbar mit David Siems und Klaus Werle. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbar. Mein Name ist David Siems. Und ich bin Klaus Werle. Hallo. Hallo, wir wollen sprechen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema, das wir alle kennen, und zwar Party unter Nachbarn. Party unter Nachbarn. Feiern, ob man selber feiert, ob man als Gast eingeladen ist, was es für Probleme dabei gibt, wie cool Feiern bei Nachbarn eigentlich sein können und was auch so Gesetzeslage und Tücken sind. Dafür wollen wir heute uns die Zeit nehmen und ein bisschen plaudern. Und natürlich die ein oder andere Anekdote nicht vergessen. Denn auf jeden Fall. Da, wo gefeiert wird, da passieren Dinge. Und die wollen wir heute berichten. Genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und erzählen mal von uns selber. Wann, Klaus, war deine letzte Party bei Nachbarn, die du gefeiert hast oder wo du eingeladen warst? Das ist eine Fangfrage. Ich bin ja, oder wir beide sind ja in einem Alter, wo... War es noch in diesem Jahrhundert oder in dem letzten? Napoleon war der mal Kanzler in Deutschland? Ich weiß nicht. Wo wir ja vielleicht dann eher das ganze Nachbarschaftsfeste nennen und nicht mehr Nachbarschaftspartys. Mein letztes Nachbarschaftsfest war in der Tat letztes Jahr. Es war im Sommer. Es gab Bowle und ja, es war, um es mit einem Wort zu sagen, ganz zauberhaft. Mhm. Aber es war jetzt keine rauschende Party in dem Sinn, dass man nachts um 5:30 aufwacht, nicht in seinem eigenen Bett und sich nicht mehr daran erinnert, was vor 5:30 passiert ist. So wie wahrscheinlich bei dir. So wie es, ja, ab und zu. Du kannst ganz offen sprechen. Die ganz harten Raves sind, glaube ich, vorbei, aber ich bin schon noch ab und zu auf einer Feier, wo man, ja, weiß ich nicht, schon bis um 5:30 nach Hause kommt oder so und viele Leute getroffen hat, die man jetzt nicht zu seinen Nachbarn zählt, wo man sagte, okay, wer war das? Und einfach eine großartige Zeit hatte. Also, ja. Wann war das letzte Mal? Das letzte Mal war vor ziemlich genau 2-3 Monaten. Und das Lustige war, es war eine Party bei meinen Nachbarn und ich war alleine zu Hause und ich war gar nicht eingeladen und ich war damit der Partycrasher. Der Partycrasher, ja. Ich war so ein bisschen beleidigt, dass ich gar nicht eingeladen war und sah den Zettel im Flur und über die Zettel wollen wir gleich noch sprechen, ja. Über die wunderbare Wissenschaft der Partyflyer-Zettel im Treppenhaus. Ich war also bei mir in meiner Wohnung, ich habe, ich glaube, gelesen, bin irgendwann ins Bett gegangen und hörte so im Hintergrund so ein leichtes, so ein Partyrauschen und bin eingeschlafen, bin irgendwann gegen 3:30, 4:00 wach geworden und es war immer noch wahnsinnig laut. Und irgendwie war ich genervt und bin runtergegangen und zu meinem Erstaunen ging die Tür auf und ich hatte irgendwie sofort ein Getränk in der Hand. Ich hatte mir zum Glück was angezogen und nicht nur meinen Bademantel in der Hand. Und dann war ich auf einmal Teil der Party und es war total cool und es war nicht irgendwie komisch, weil ich niemanden kannte, sondern... Ging also gut aus? Es ging sehr gut aus. Ich bin am nächsten Morgen dann... Also ich bin dann wirklich erst um 6, 7 nach Hause gekommen, habe mich natürlich mal hingelegt, nochmal geschlafen. Frau und Kinder waren zum Glück aushäusig übers Wochenende. Und ich bin aufgewacht und habe gedacht, habe ich das eigentlich geträumt, dass ich auf dieser Party war oder nicht? Und es war cool, weil es war halt, die Musik war gut, es gab genügend kühle Getränke und also 9 von 10 Punkten. War aber auch sehr souverän von dir, einfach hinzugehen und dich gewissermaßen selbst einzuladen, wenn ich das mal so brutal sagen darf. Es spricht und ein bisschen nicht gegen die Decke zu klopfen oder die Polizei zu rufen, was ja auch gerne mal gemacht wird. Spricht natürlich für meinen Charakter. Mega. Dass ich da schon, ich sehe mich so ein bisschen auch als Vorbildsfunktion bei uns im Mietshaus. Ich wohne ja im 5. Stock. Nein, es war Zufall, aber klar, das ist natürlich eher die Ausnahme. Die meisten Leute rufen eher die Polizei oder klopfen mit dem Besen gegen die Decke. Ich weiß nicht, wie würdest du es machen? Ich glaube, ich würde mich hier die ganze Nacht ärgern, aber ich würde nicht die Polizei rufen. Also noch bin ich nicht so weit, die Polizei zu rufen. Mhm. Man wollte ja nie, mit 20 wollte man nie der Typ werden, der die Polizei ruft, wenn andere Leute eine Party feiern. Mhm. Und ich wehre mich mit Händen und Füßen dagegen. Wir waren mal vor ein paar Jahren beim Hafengeburtstag in Hamburg, ein Riesenfest. Mhm. Wie der Name sagt, direkt am Hafen. Und da, wo früher die Hafenstraße war, gibt es ja mittlerweile, also die Hafenstraße gibt es immer noch, aber es gibt natürlich mittlerweile auch schick sanierte, gentrifizierte Häuser, in denen Menschen mit relativ viel Geld wohnen. Ich hörte davon, ja. Du hörtest davon, genau. Davon.
Und wir standen da so, Feuerwerk, Musik, alle waren gut drauf, Lachen, Gläser klirren und so weiter. Und irgendwann ging in einem dieser Häuser die Balkontür auf und jemand rief nach unten, könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein, es ist nach 22 Uhr. Wo man sich auch fragt, also wenn man schon in eine Gegend zieht, direkt am Hafen, schick, Szene, hip, muss man vielleicht nicht unbedingt auch den Anspruch haben, ab 22 Uhr pünktlich Nachtruhe zu halten. Bizarr. Bizarr. Sehr bizarr. Was uns zu der Frage führt, die wir noch besprechen wollten, wie es überhaupt mit der Ruhestörung ist. Ich habe mal gehört, ja, einmal im Jahr darf man Party machen, gesetzlich erlaubt. Ich habe gehört von einem Freund, der früher mal der Fußballtrainer von meinem Onkel war, der gesagt hat, dass es damals, nein, also es ist so eine Urban Legend, wie man auf Neudeutsch sagt, ne? Also so ein Gerücht, ne? Wie die Spinne in der Yucca-Palme, ja. Dass man sagt, man darf einmal im Monat oder einmal im Jahr, kenne ich eher, dass man einmal im Jahr vom Vermieter eigentlich das Recht zugesprochen bekommen muss, dass man eine Party feiern darf. Dann ist die Frage, was definiert eigentlich genau eine Party? Ein Spieleabend, wo man Spiel des Lebens spielt oder wo man eine Hardcore-Rave mit 80.000 Dezibel und die Möbel aus dem Fenster schmeißt. Jeder feiert ja irgendwie unterschiedlich. Und nein, ich habe mich schlau gemacht und ich habe mal geguckt, wie ist eigentlich so die Gesetzgebung. Und es ist tatsächlich so, in der Gesetzgebung ist kein Recht auf Party vorgesehen. Also, niemals. Also in Anführungszeichen, im Gegenteil. Es heißt, die Vorschriften des Mietrechts zu feiern in Mietwohnungen, wir sprechen über Mietwohnungen, sprechen eine klare Sprache. Von 22 bis 6 Uhr gilt die Nachtruhe. Und das ohne Ausnahme. Das heißt, wenn man feiert, wenn man zum Beispiel eine Gartenparty macht oder so, dann muss man reingehen. Und wenn man reingeht, dann bitte in Zimmerlautstärke weiter feiern. Aber für Häuser gilt das nicht. Das heißt, nächste Party ist bei mir. Die nächste Party ist bei dir. Ich bin, wenn ich eingeladen bin, ich komme auf jeden Fall. Mal gucken, wie unser Gespräch noch verläuft. Ja. Ich werde mir sehr viel Mühe geben. Nein, du darfst, also im Eigenheim darfst du natürlich feiern, weil du bist ja in deinen eigenen vier Wänden. Richtig. Du mietest niemanden, du bist niemandem verpflichtet. Aber du hast natürlich Nachbarn, die können natürlich wegen Lautstärke die Polizei rufen. Was ich sehr häufig erlebt habe, als ich noch, keine Ahnung, zum Beispiel meinen 18. Geburtstag gefeiert habe, meinen 20. Geburtstag gefeiert habe und jemand hat die Polizei gerufen, ich weiß nicht wer. Die Polizei kam. Die Polizei ist auch gesetzlich dazu angehalten, am Anfang verhältnismäßig und moderat zu agieren und zu sagen, wir haben einen Anruf bekommen. Können Sie bitte die Lautstärke etwas regulieren? Sonst müssen wir wiederkommen und gegebenenfalls sind wir dazu angehalten, die Anlage mitzunehmen. Das Lustige war, bei uns war es so, die Polizei kam bestimmt 2 oder 3 Mal und es hieß immer, aber beim nächsten Mal nehmen wir wirklich die Anlage mit. Okay, dann machen wir die Musik wieder leise. Vielleicht war das Auto zu klein. Das Auto war zu klein. Ich weiß es nicht, oder die waren mit dem Fahrrad da. In Berlin gab es ja auch mal Smarts bei der Polizei. Egal, wir schweifen ab. Auf jeden Fall. Also die Gesetzeslage ist klar, aber es ist natürlich unterschiedlich. Manche Leute rufen gleich die Polizei, manche gehen vorbei und beschweren sich oder weisen freundlich darauf hin. Ich weiß nicht. Wie würdest du es machen? Ich wollte auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Man kann natürlich das vermeiden, dass die Polizei gerufen wird, durch das sogenannte taktische Einladen. Darüber sollten wir vielleicht mal sprechen. Sehr interessant. Also, wen lädt man eigentlich ein zu einer Nachbarschaftsparty? Bei meiner Tochter ist es so, die ist in der Schule. Wie alt ist die? Sie ist noch 9. Wenn da ein Mädchen aus der Klasse Geburtstag feiert, werden ohne Ansehen der Person alle anderen Mädchen auch eingeladen. Wohlgemerkt nur die Mädchen. Völlig verrückt. Völlig verrückt, sehr sozial. Aber teuer. Und ja, kommt drauf an, was man macht. Ja. Genau. Die Frage ist, ob das eine sinnvolle Regel ist für Nachbarschaftspartys. Tagesausflug auf dem Ponyhof mit der ganzen Schulklasse. Das geht ins Geld. Aber genau, bei Nachbarschaftspartys ist das Thema taktische Einladung. Wie macht sich das bemerkbar? Naja, ich kann einfach alle einladen, wie meine Tochter. Mhm. Ich kann nur die einladen, die ich besonders gern mag. Ich könnte umgekehrt die einladen, die ich nicht besonders gern mag, um mein Verhältnis zu ihnen zu verbessern. Mhm. Ich kann die einladen, von denen ich denke, dass sie wahrscheinlich die Polizei rufen würden. Das ist die Frage. Wie würdest du da vorgehen, wenn du eine Party machst? Ich würde als erstes, beim letzten Mal habe ich es so gemacht. Ich habe es eigentlich wie alle Menschen, die in einem Mietshaus vernünftigerweise so gemacht, man hängt natürlich einen Zettel auf. Die berühmten Zettel. Und diese berühmten Zettel sind auch eine Wissenschaft für sich. Man findet ganz wunderbare Blogs im Internet, wo diese Zettel gesammelt wurden, die analysiert wurden. Ach.
Und das Interessante ist, es gibt ja verschiedene Codierungen und gewisse Chiffres, wie man so einen Zettel schreiben kann. Je du nachdem. Meinst wahrscheinlich den, vor allem den letzten Satz, was zu tun ist, wenn es zu laut wird. Genau, wie ist so ein Zettel aufgebaut für alle Hörerinnen und Hörer, die diese Zettel vielleicht nicht kennen? Der Gastgeber, die Gastgeberin oder die Gastgeber im Plural klären erstmal darüber auf. Am Samstag feiere ich meinen 30. Geburtstag. Ab 22 Uhr könnte es vielleicht etwas lauter werden. Und dann wird's spannend. Dann wird's spannend. Weil dann kann man sehr viel hineinlesen in die Absichten des Gastgebers und in das Verhältnis zu den Nachbarn. Mhm. Also zum Beispiel gibt es die Variante A. Ich feiere am Samstag meinen 30. Geburtstag. Ab 22 Uhr könnte es etwas lauter werden. Bitte haben Sie Verständnis und rufen Sie nicht die Polizei. Da würde ich, ohne die einschlägigen Blogs durchforstet zu haben, interpretieren, das bedeutet, kommt auf keinen Fall vorbei und wehe, ihr ruft die Polizei. Sagt auch ein bisschen was über das Verhältnis aus zwischen dem Gastgeber und den Nachbarn. Ich glaube, der lebt ziemlich isoliert oder wohnt vielleicht ganz oben in der Dachgeschosswohnung. Der 30-Jährige, der die Dachgeschosswohnung geerbt hat von seinen Eltern, die so irgendwo Wissenschaftler am Genfersee sind. Keine Ahnung, zum Beispiel. Richtig. Dann gibt es natürlich die zweite Stufe. Ich fahre am Samstag meinen 30. Geburtstag. Es könnte vielleicht ab 22 Uhr etwas lauter werden. Und dann ein Satz wie, wenn es Ihnen zu laut wird, bitte rufen Sie nicht die Polizei, aber kommen Sie doch kurz vorbei und klingeln an der Tür und beschweren sich oder sagen Sie doch bitte persönlich Bescheid. Sagt ja im Grunde genommen was? Sagt, sagen Sie Bescheid, rufen Sie nicht die Polizei, aber Sie kriegen auch kein Glas Sekt und mitfeiern dürfen Sie auch nicht. Kommen Sie auf gar keinen Fall in meine Wohnung und feiern mit, denn Sie wären eine Schande für mein Partner. Und ganz wichtig, das Wörtchen, kommen Sie kurz vorbei. Kommen Sie ganz kurz vorbei. Ganz kurz oder ganz kurz, noch gerne genommen, genau. Dann gibt es die dritte Variante. Ich fahre am Samstag meinen 30. Geburtstag ab 22 Uhr. Das könnte vielleicht. Dann der wichtige Satz: Kommen Sie doch gegebenenfalls kurz vorbei auf ein Gläschen Sekt. Hausmarke. Hausmarke. Heißt im Grunde genommen: Okay, wenn es sein muss, kommen Sie kurz vorbei. Eigentlich habe ich keinen Bock auf Sie, aber die 10 Minuten werde ich irgendwie auch noch überstehen. Ich gehe dann kurz auf den Balkon und rauche eine, während Sie Ihren Glas Sekt trinken. So, ja. Und die sympathischste Version ist natürlich: Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns. Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit uns. Ich habe es noch gar nicht geschafft, Sie einzuladen. Oder es ist eventuell die Einladung. Ich feiere am Samstag, ich werde 30. Ab 10 wird es lauter und ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Richtig. Oder kommen Sie spontan vorbei, wenn Sie was anderes vorbei haben. Oder ich sage immer so schön, feel free to feel free, wenn Sie es einrichten können. Das wir hast haben, du schön gesagt, David. Wir haben so viel Getränke und Snacks und Amüsement und gute Musik und alles da, damit Sie mitfeiern können. Das ist die umarmende Variante. Das ist die umarme die Welt. Die Welt ist ein bisschen groß. Ich fange mit der Nachbarschaft an. Alle dürfen vorbeikommen. Genau. Sehr gut. Aber manchmal hat man das Problem, dass man eine Party ja auch feiert und das gar nicht will. Da sind wir jetzt wieder, kommen wir jetzt wieder über dieses Lustempfinden. Also das heißt, ich habe Nachbarn, mache eine Party und will gar nicht, dass alle kommen oder nur Einzelne. Wie geht man mit der Situation um? Vielleicht sollte man erstmal definieren, was für eine Party man macht. Das, glaube ich, ist ein guter erster Schritt. Macht man eine Party mit Freunden für Freunde, also Menschen, mit denen man schon lange was zu tun hat, mit denen man auch sonst mal ins Kino geht? Oder macht man eine Nachbarschaftsparty oder macht man eine allgemeine Party und bringt sozusagen die beiden Kreise zusammen? Das ist die ganz große Kunst, glaube ich, beide Gruppen zusammenzufügen. Und dann gibt es ja noch den Sonderfall, Nachbarn, die auch Freunde sind. Nachbarn, die auch Kommt selten vor in unserem Blog, aber Es soll sie geben. Es soll sie geben. Wie genau. Vampire, es soll sie auch geben. Niemand hat sie je gesehen, aber es soll sie geben. Wenn man definiert hat, welche Art von Party man macht, hat man quasi auch schon entschieden, wen von den Nachbarn man einlädt. Okay. Vielleicht können wir das so als Handlungsempfehlung versuchen, mal zu definieren, den Leuten mit auf den Weg zu geben zum Ende unserer heutigen Sendung. Also das heißt, Schritt A, definiere deine Party. Für wen feierst du? Mit wem willst du feiern? A, nur mit deinen Freunden oder B, nur mit meinen Nachbarn oder C, mit beiden Gruppen. Schritt B, lade die richtigen Leute ein, formuliere den Zettel entsprechend, so wie wir es durchgesprochen haben. Genau. Und dann gibt es noch den Sonderfall. Ja. Man kann natürlich auch Leute einladen, die man gar nicht besonders gerne mag.
eben weil man sie nicht besonders gerne mag. Mhm. Wir sprachen vorhin über einen berühmten Film, Der das Pate. Stimmt. Der Pate. Und ich schenke dir das Schlusszitat. Es gibt diese berühmte Szene, wie Marlon Brando als Don Corleone sagt, keep your friends close, but keep your enemies closer. Also auf Deutsch. Ja, ich hab den Film leider nur im Original gesehen. Ich bin leider so ein sprachbegabter Mensch. Ich gucke niemals Filme auf Deutsch. Ja. Es tut mir auch leid für die deutschen Synchronsprecher. Ich unterstütze euch nicht. Nein, es gibt tolle Synchronsprecher. Eddie Murphy, Synchronsprecher, Bud Spencer. Was bedeutet das? Man soll natürlich seine Freunde soll man ganz nah an sich haben, aber die Feinde noch viel näher, weil die muss man noch viel besser kennen. Die muss man unter Beobachtung haben. Genau, und dann laden wir, glaube ich, die ganz nervigen Nachbarn dann auch wirklich zur Party ein, ob sie dann wirklich lange bleiben, aber vielleicht kriegen sie einfach ein Glas Hausmarke Sekt und dann. Das würde ich auch sagen. Verschwinden sie auch wieder. In diesem Sinne, und was Don Corleone recht ist, kann der Nachbarschaft nur billig sein. Ich glaube, wir werden uns auch in den kommenden Folgen immer wieder auf Don Corleone beziehen können und wir werden jede Menge Lebensweisheiten für die lieben Nachbarn daraus ziehen können. Davon gehe ich aus. Mein lieber Klaus, ich danke dir für die Zeit. Vielen Dank dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Auf Wiedersehen.